Willkommen zurück hier zum TSW 4. Ich begrüße euch ganz herzlich von der Baureihe 218 von der Maintalbahn. Wir sind hier im Auftrag von DB Netz und müssen hier unseren Netzinstandhaltungszug bzw. Kommunikationswagennetz, Notfalltechnik, Löschmittelwagen und nochmal DB Systemtechnik bringen wir zu den Glanzstoffwerken, denn dort wird Löschwasser benötigt. Da haben wir Löschmittel. Und wir fahren da jetzt einmal hin, zusammen mit unserer 218. Das Ganze ist kein Notfall, das heißt also, wir müssen uns jetzt nicht beeilen. Wir haben keine höchste Priorität, es brennt nicht. Dort wird einfach Löschwasser benötigt und das macht heute hier tatsächlich DB, DB Netzinstandhaltung, warum auch immer. Haben sich einfach hier die Lok hier gekapert und sind jetzt mit dieser hier unterwegs in diesem wunderschönen gelben Farbguide. Ich gucke mal, dass ich euch das Repaint für die 218 in die Videobeschreibung reinpacke. Ansonsten die anderen Repaints bekommt ihr auch alle in Creators Club. Und ich würde sagen, wir verlieren keine weitere Zeit und starten einfach mal. Wir stehen hier noch außen vor und müssen erstmal auftanken. Das ist erstmal unsere Aufgabe. Dafür gehen wir einmal hier hin und nehmen mal den Tankdeckel ab. So, dann gehen wir hier zur Dieseltankstelle und nehmen den Tankstutzen zur Hand und führen den einmal hier ein. So, jetzt wird hier schön aufgetankt. Vermutlich muss der Motor dabei aus sein, während wir auftanken. Egal. Wir ignorieren das jetzt einfach mal. So, das reicht auch schon. Und weg damit. Tankdeckel wieder drauf. So. Und auf geht's. Wir haben nämlich auch schon Fahrt, während da vorne die 425 ausfährt. Sehr schön. Ja, und wir fahren heute mit der 218 von TSG. Einmal die Tür zu, die Tür zu. Sitz aufgeklappt und hingesetzt. Dann einmal den Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. Wir schalten die PZB an. Ah, sie ist an. Man kann es nicht ganz erkennen. So, jetzt ist es schon ein bisschen besser zu erkennen. 85 Leuchtmelder leuchtet auf. Ich glaube, das ist in Ordnung für unseren Zug, den wir hier heute fahren. Der ist nämlich nicht so schwer. Deshalb fahren wir auch im Schnellgang und nicht im Langsamgang. Ja, genau. Also wir fahren heute im Schnellgang. Das ist, denke ich mal, in Ordnung. Genau. Handbremse ist gelöst. Dann können wir noch die Zugheizung einschalten. So, Motor läuft. Bremsschlüssel auf aus. Dann einmal den Netzschalter. Die Getriebeleistung auf ein. Und die Spitzensignale aktiviert. Instrumentenbeleuchtung an. Und dann können wir eigentlich auch schon abfahren. Jawohl. Und auf geht's. So, wir setzen uns in Bewegung. Ausfahrt mit maximal 25. Die ersten beiden Fahrstufen reichen vollkommen. Ja, unser Zug hinten dran, sogar noch mit dem Steuerwagen von DB Systemtechnik. Übrigens auch mit der kleinen Enhancement Pack Mod, sodass wir jetzt hier das GSP-Logo da tatsächlich drauf haben. Lichttexturen angepasst. So, ich hoffe, die Weiche steht richtig. Ich habe sie nicht vorher kontrolliert. Okay. Genau, hier ein Kommunikationswagen, der noch mitgeführt wird. Löschmittelwagen.
Und nochmal hinten dran von Dippy Systemtechnik der Steuerwagen. Bin mir gar nicht sicher, ob tatsächlich Dippy Systemtechnik einen Karlsruher Kopf als Steuerwagen hat. Wir bestätigen. Das war die Ankündigung auf 40. Schalten ab. Führerraumbeleuchtung können wir auch anschalten. Sehr, sehr schön. So, hier fahren wir natürlich vorbei. Einfach durch. Hier an Aschaffenburg Hochschule. Und haben langsam Fahrt und hinterm Signal, beziehungsweise das nächste Hauptsignal zeigt dann freie Fahrt an. So, das hat zeigt, wir dürfen 90 fahren, aber das ist für mich keine langsame Fahrt. Deshalb bleiben wir erstmal noch bei den 40, bis wir am nächsten Hauptsignal vorbei sind. So, die Weichen nehmen wir jetzt hier rechts, vermutlich. Jawohl. Daher auch die 40. Ah, 60. Okay, mit 60 dürfen wir drüber fahren. Und da sehe ich auch schon etwas, was uns Halt ankündigt. Aschaffenburg Süd. Bis hierhin können wir auf der Main-Spessart-Bahn fahren, meine ich. Und wir haben halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg. Mal die dynamische Bremse. Schauen mal aufs Signal da vorne. Ah, das ist nicht für uns. Aber das hat zeigt, dass wir ein halt zeigendes Signal voraus haben. Einmal ein Foto an dieser Stelle geschossen. Ja. Wobei ich hätte vielleicht eins gerne in einer Kurve. Da ist das der 500 Hertz Magnet.
Und da ist das haltzeigende Signal. Beziehungsweise jetzt da auf der rechten Seite, das ist unseres. Wir rücken vor bis zum Signal. Lassen noch ein bisschen ausrollen. Und halten an. So. Dann schauen wir mal, was los ist. Vermutlich müssen wir auf jemanden warten, der uns entgegenkommt. Ich sehe aber für sehr lange Zeit niemanden. Der hier. Müssen wir auf den warten? Der hat aber auch Halt. Mal kurz gucken, ob ich jemanden vielleicht übersehen habe. Okay. Mal schauen, was passiert, wenn der jetzt das nächste Signal passiert hat hier vorne. Ob der dann Fahrt bekommt oder wir. Vermutlich wird er weiterhin Halt haben, weil wir ja die Strecke... Im Moment, wir blockieren ja die Strecke nicht. Wir sind ja gerade auf einem zweigleisigen Abschnitt. Das heißt also, vermutlich wird der zuerst Fahrt bekommen. Sollte das der Fall sein, werde ich den vielleicht rauslöschen, weil das ansonsten sehr, sehr lange dauert. Oder ich mache einen Cut. Mal schauen. Wir gucken erstmal, was hier passiert. Oder können wir schon? Oh, wir können schon. Okay, dann gar kein Cut. Dann muss er warten. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass uns der Fahrdienstleiter durchlässt, aber okay. Ich beschwere mich nicht. Ausfahrt mit 80. Dann beschleunigen wir jetzt einmal hoch, damit wir jetzt auch hier nicht rumtrödeln. Das ist aber sportlich über die Weiche mit 80. Ja, wobei es geht. Hier bei dem Bahnübergang. Hier geht es dann, glaube ich, Richtung Aschaffenburg Hafen, meine ich. Und die 80 sind erreicht. Daher nehmen wir mal die Leistung wieder raus. Ah, wir dürfen sogar 100 fahren. 100 ist auch vermutlich die Maximalgeschwindigkeit für uns heute. Immerhin haben wir einen beladenen Tankwagen. Also halt die Frage, darf der wirklich 100 fahren oder nur 80? Im Zweifel eher die niedrigere Geschwindigkeit nehmen, ne? Also 120 werden wir definitiv nicht fahren mit dem. Wir bleiben bei maximal 100. Ja, bleiben wir einfach bei 100. Sagen wir, das ist in Ordnung. So, jetzt können wir mal ordentlich nochmal beschleunigen auf der Maintalbahn. Das finde ich irgendwie ganz schön im Vergleich zur Niddertalbahn. Ja, die beiden Strecken werden ja oft gegeneinander gehalten, Niddertalbahn und Maintalbahn. Und während die Niddertalbahn natürlich der klare Sieger ist, wenn es um Szenerie geht, um, sagen wir mal, die Ausgestaltung der Strecke, so muss man der Maintalbahn zugutehalten, dass
sie immerhin höhere Geschwindigkeiten zulässt und das trotzdem sehr, sehr gut aussieht. Ne? Also ich finde, das ist so eine ziemliche underrated Strecke, die oft vergessen wird. Die, ja, ist jetzt auch nicht mein Favorit, aber eigentlich mittlerweile habe ich mich echt mit der Maintalbahn angefreundet und muss sagen, ich kann sie mittlerweile echt genießen. Zu Beginn fand ich sie echt langweilig, vergleichsweise langweilig, aber jetzt auch mit der 218 im Fahrplan kann man echt sagen, also die Maintalbahn ist schon, ja, ist eigentlich keine schlechte Strecke. Sie hat zwar ein paar Schwächen, gerade was so Szenerie manchmal auch angeht, aber eigentlich ist sie auch gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, gerade mit der 218 hier. Macht's absolut Spaß. Machen einmal ein Foto von der 218. Nehmen wir die Schärfentiefe noch ein bisschen raus, dann sehen wir mehr vom Zug. Ich bin unentschieden. Ja. So, die Glanzstoffwerke sind auch 10 Kilometer entfernt. Das Ganze übrigens der Zugverband im Freeroam-Modus zusammengestellt, beziehungsweise im Formations Designer zusammengestellt und im Freeroam-Modus einfach auf die Karte gesetzt, selbst eigenständig eine Strecke gesetzt. Und das war es dann auch. Ne? Also kann jeder auch an der Konsole hier nachspielen, ohne Probleme. Das Ganze funktioniert auch ohne jegliche Mods. Und die Repaints gibt es alle im Creators Club. Das heißt also, das funktioniert auf dem PC gleichermaßen wie auf der Konsole. So, wir nehmen mal die Leistung zurück, weil es bergab geht. So, jetzt sind wir wieder auf der Ebene. Lassen wir den Zug einmal an uns vorbeirollen. Vielleicht hier vorne. Gucken wir mal von diesem Fahrradweg aus. Beschleunigen können wir wieder. Etwas langsam geworden. Und wie ich sehe, haben wir Langsamfahrt zu erwarten. Das bestätigen wir natürlich. PZB wachsam. Sind auch schon unterhalb der Prüfgeschwindigkeit. Und ich weiß nicht genau, welche Geschwindigkeit uns da angekündigt wurde, aber ich gehe mal jetzt einfach mal von, ja, so irgendwas, ja, fahren wir mal 50, dann haben wir immer noch genug Zeit, um auf 40 abzubremsen oder wieder auf die 60 schnell hochzukommen. Ich glaube, 50 ist eine gute Geschwindigkeit. Genau, haben wir erreicht. BÜ ist zu.
Da steht 100. Die angekündigt werden. Allerdings, da wir ja jetzt hier rechts rumfahren, würde ich sagen, bleiben wir mal bei den 50. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht sogar nur 40 fahren dürfen. Ja, doch. Wir fahren mal 40. Ich nehme mal die dynamische Bremse und bremse ein bisschen runter. So. Das hat, zeigt uns das halt natürlich nicht an, weil hier aktuell die Streckengeschwindigkeit angezeigt wird. Und die könnten wir theoretisch mit 120 drüber prasseln. Wir werden aber gleich auf der Weiche sehen, dass sich dann die Geschwindigkeit ändert, weil der Simulator merkt, ach Moment mal, wir sind jetzt hier auf diesem Gleis hier unterwegs. Da dürfen wir gar nicht 120 über die Weiche fahren, sondern nur 60. Okay. Dann können wir ein bisschen Leistung aufschalten. Einmal den Kollegen gegrüßt, der vermutlich schon unseretwegen Verspätung hat. RE27. So, bis zu den Glanzstoffwerken ist es nicht mehr weit. Wir müssen einmal gucken, ob die Weichen gleich richtig gestellt sind. Während wir hier einmal erstmal drüber fahren. Wir sind dann keiner Beeinflussung. So, dann kontrollieren wir mal kurz die Weichen. Das sollte man natürlich auch eigentlich nicht während der Fahrt machen, ne? So, wir fahren dann hier rechts, dann... So. Das passt soweit. Die stellen wir um. Die ist richtig. Die ist richtig. Die ist richtig. Die ist falsch. Und das war's. Dann haben wir jetzt auch die Weichen alle richtig gestellt. Fragen nochmal mit dem Stellwerk nach. Jawohl. Dann einmal hoch auf die 100 km/h wieder. Mal wieder zu, während der Zug an uns vorbeifährt. Da vorne ist wieder eine Beeinflussung voraus. Daher nehmen wir die Leistung auch wieder direkt weg. Da steht jetzt nicht genau, was angekündigt wurde, aber wir gehen mal wieder auf die 50 runter. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Ah, vielleicht nehmen wir sogar die 40, weil wir jetzt in ein Werksgelände reinfahren. Und ich weiß nicht genau, was da gilt an Geschwindigkeiten. Daher nehmen wir mal wirklich die 40 km/h. Hier drücken wir wieder PZB wachsam, weil uns Halt angekündigt wird.
aber kurz geguckt, ob das halt zeigende Signal irgendwo hier ist. Ich weiß nicht, ob das hier für uns gilt. Oder das hier. Da müssen wir mal gucken. So, der Schotterzwerg hier vorne zeigt uns in jedem Fall Fahrt an. Ich fahre mal noch ein bisschen langsamer. 25, würde ich sagen. Genau, hier geht es dann für uns nach rechts. Und das hier gilt, glaube ich, auch für uns. Genau. Und das zeigt uns ebenfalls Fahrt an. Dann ist ja soweit so gut. Kommen wir nochmal ins Stellwerk. So, einmal wirklich mal das Fernglas rausgeholt und geguckt in die Ferne. Was steht dort? Sonst aus dem Zug rausgehen, rausgeworfen du wirst. Fahrkarte kaufen du musst, genau. So, wir kümmern uns allerdings um unseren Zug, dass wir hier nicht aus den Weichen geworfen werden. Also das Signal hier signalisiert uns auf jeden Fall Weiterfahrt. Wir fahren definitiv nicht schneller als 25 jetzt, einfach weil ich auch mich nicht auskenne auf diesen Gleisen. Hier fahren wir dann geradeaus weiter. Wir haben das Ganze ja gerade schon kontrolliert. Hier kann man übrigens auch mal so ein bisschen die Suspension sehen. Achtet mal hier auf die Räder. Gleich in der nächsten... Da, ah, schön, wie das hier zack schön da reinknallt und hoch und runter hüpft. So, auch hier kontrolliert. Hier sind keine Signale, die uns irgendwas Böses wollen. Die Weiche steht richtig nach rechts. Die steht auch richtig. Okay, hervorragend. BÜ ist zu. Gerade zugegangen. Ihr habt es gerade noch gesehen. Wir kündigen uns trotzdem noch mal kurz an. Tatsächlich sind wir noch nie über diese Gleise hier gefahren, ne? Also hier kleine Premiere. Einmal auf das Werksgelände der Glanzstoffwerke. Aber wir bleiben im Führerstand, denn wir müssen auf jeden Fall kontrollieren, dass wir auch richtig fahren. Jawohl, das sieht aber soweit so passend aus. Genau. Und dann geht's hier nach links. Kündigen uns nochmal an, dass hier bloß uns keiner über die Gleise läuft. So, da vorne steht auch schon übrigens die V60. Die wird dann gleich, wenn wir hier halten, wird dann Folgendes passieren. Die Leute, die von den Glanzstoffwerken, die pumpen dann das Löschwasser hier ab, füllen das irgendwie um und dann wird die V60 hier vorne rüberziehen auf das Gleis und uns dann hier wieder hinaus rangieren, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Steuerwagen hinten, das ist glaube ich der Elektrosteuerwagen, der kann eh die 218 hier nicht steuern. Dann wird aber die V60 hier vorne uns wieder auf das Gleis bringen, auf die Hauptstrecke und von da aus kann die 218 wieder alleine weiterfahren und zwar dann Richtung Mildenberg. Oder nächste Weiche oder wie auch immer, kann dann umsetzen und dann wieder zurück nach Aschaffenburg. Genau, aber das machen wir nicht zusammen, das macht dann der Kollege. Wir können uns gleich einfach hier entspannt in den Wagen hier reinsetzen und uns durch die Gegend fahren lassen.
Huch. Wie sind wir denn? Huch. Ich bin einfach im Motorraum gelandet. Also so viel zum Thema, es gibt im Motor... Es gibt keine Motorraumansicht. Da ist der Motorraum. Das war ja komisch. Ja, keine Ahnung. Na gut, aber soll uns jetzt auch nicht kümmern. So, hervorragend. Wir machen die Zugheizung aus. Getriebeleistung schalten wir für die Zeit dann aus. Fahrtrichtungswender raus. Achso, ich glaube, dafür müssen wir den auf neutral stellen. Und jetzt, genau, Motorgruppe stoppen. Richtungswender raus. Und Schlüssel einmal. Nee, können wir nicht drehen. Genau auf Vollbremsung. Na, können wir nicht den Schlüssel rausziehen? Ne, können wir nicht. Gut, dann lassen wir den auf jeden Fall angewendet. Genau. Dann, huch, wo sie. Was ist denn los mit der Kamera? Wieso, seit wann ist man denn bitte so weit oben, wenn man auf die Kamera 8 geht? Aber okay, auch irgendwie ein schönes Bild, um vielleicht an dieser Stelle einfach Tschüss zu sagen, hier mit der Drohne. Genau, das ist das Werksgelände der Glanzstoffwerke oder des Glanzstoffwerks. Und da vorne ist die 363, die macht sich gleich bereit und schiebt uns dann gleich wieder auf die, oder zieht uns wieder auf die Hauptstrecke. Gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser etwas anderen Fahrt heute. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.